Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind beim Super Seducer 2. Bin mal gespannt, wie lange die Folge noch geht. Wir sind in der letzten Folge in total chinesisch und wir haben keine Ahnung, was passiert. Und der Silver wählt A. Ich bin gespannt. Danke, dass ich dich kennengelernt habe. Ja? Habe ich jetzt einen Cut gesetzt für eine Cutscene? Ja, genau, am besten nicht loslassen, genau. Okay. Wirkt total natürlich. Okay. Das war aus der Abteilung und überhaupt. Und im dritten Jahr brauchen wir drei Kinder und im vierten Jahr brauchen wir dies und. Okay, das war definitiv falsch. Also, B oder C. Der Wahnsinn geht weiter. C. Ach, er geht. Okay, das ist bestimmt auch nicht richtig. Das war richtig? Das war richtig? Jetzt müsste man sich merken, was hier richtig war. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einmal nochmal. Moment, wir können das ja mal eben kurz schnell durchgehen. Ah. Oh. Okay, das war falsch. Also kann man tatsächlich auch was falsch machen? Okay. Ich will einmal kurz nur zu dieser Szene. Dann versuchen wir mal die andere Option zu nehmen. Okay, das war auch falsch. Also es gibt eine Menge falsche Optionen, so ist das nicht. Liebe Freunde im Internet, da kann man eine Lösung für schreiben. Okay, das war wohl richtig. Gott, jetzt sind wir schon in der Szene. Okay, das war falsch. Das war auch falsch, dann ist das richtig. Wo sind wir denn jetzt gerade? Okay, kann ich deine Schuhe mal? Okay, ja. Danke. Achso, jetzt sind wir da bei den Bildern. So, müssen eher noch die Rufnummer geben? Kann ich dir einen Kaffee trinken, wenn du Zeit hast? Okay. Ja. Okay, das war das Gehen. Das war wieder das Gehen. Ja. Ich glaube, das machen wir nochmal in... Warte mal, haben wir jetzt eigentlich irgendwie irgendwas gekriegt, was noch Rang und Namen hat? Nee. Aber Jan, ich werde mich damit durchkämpfen. Jetzt sagt der Silver Ray, wir brauchen da mal ein Instant Translate. Ja, das weiß ich nicht, ob wir das wirklich brauchen. So, jetzt habe ich also... Ja...
10 Minuten Zeit, ein bisschen ein Fazit zu ziehen. Das ist doch mal ganz lustig. Ja, also wie gesagt, für die Leute, die das interessiert, also es wird jetzt wahrscheinlich nur die Leute betreffen, die jetzt auch gerade sich das Ding gerade live angucken. Wir werden all night long nochmal versuchen, das in perfekt zu machen. Die chinesische Folge wird ein bisschen spannender, wie ich schon merke, weil da gibt es eben bekanntermaßen keine Lösung, aber die anderen machen was und das ist tatsächlich ein Ende. Das nur so am Rande. Das machen wir dann mal in einer Session. So, jetzt erzähle ich mal ein bisschen was zu den Folgen. Das habe ich ja bei der ersten auch gemacht. So, die Folge hat ja, wenn man so will, zwei Enden. Einmal die Alte, die da am Tisch sitzt und einmal das Supermodel. Das Supermodel fand ich interessanter. Ich weiß nicht, wie das fehlt, aber fand ich interessanter. Ist aber auf jeden Fall war ein cooler Einstieg. Die Folge nimmt sich auch überhaupt nicht ernst. Alles vollkommen richtig gemacht. Also das war überhaupt kein Thema. Ja, dann kommen wir zu dieser Folge. Ja, außer dass Richard wunderbar den Arschloch-Chef mimen kann, in Perfektion, so schleimig, wie es, glaube ich, selbst Bernd Stromberg nicht hinkriegt, fand ich das jetzt nicht so prickelnd. Also, sagen wir mal so. Also, vielleicht haben wir es auch immer vollkommen falsch gespielt, aber das... Naja, also war okay, sagen wir mal so. Komm, gibt's so einen mittleren Daumen. Dann kommen wir zu dieser Folge, wo wir dann seinen chinesischen Kollegen dazu geholfen haben, die hier zu einem Date zu bewegen. Das einzige Highlight war, glaube ich, wo der besoffene Richard versuchte, ihm die Alte noch wegzunehmen. Das war, glaube ich, das Highlight, aber das war... Ja, würde ich eher sagen, lahm. Also wieder, ihr könnt gerne auch live irgendwie selber eure Meinung dazu machen. So, jetzt kommen wir zu Mahmut oder Mahmut. Und Mahmut war fucking awesome. Das Ding rockt. Das Ding war völlig geil, weil es völlig absurd ist und völlig übertrieben und völlig daneben. Und der Typ das so absolut maßlos overacted. Awesome. Absolut geil. Keine Menge. Ja, Stripclub. Wir haben, außer dass wir viel gelernt haben, was wir in einem Stripclub zu beachten haben, glaube ich, war das, ja, für Super Seducer-Verhältnisse okay. Halt, ne? Das war okay, ist halt. So sind die Folgen halt hier meistens. So, dann kam der One-Night-Stand, das weiß ich, das fand Silver ganz doof. Der Vorteil ist, dass die Alte so overacted hat, so unglaublich übertrieben. Die war also noch, ich sag mal, die hat noch mehr overacted als ihren komischen Strahlefummel, den sie da anhat. Das fand ich schon cool. Also, ja, war vollkommen an der Wirklichkeit vorbei, logischerweise. Aber hatte Unterhaltungswert, definitiv. Ja. Der Tritt in die Weichteile, diese Folge. Also nichts, was wir von dieser Szene hier gemacht haben, war ansatzweise unterhaltsam. Nichts. Es war auch nicht lustig. Es war gar nichts. Es war, wie schon gesagt, Brechdurchfall als Comedy. Da war absolut nichts. Das war auch mit Abstand... der Tiefschlag. Also, das kann eigentlich nur besser werden. Ja, dann kam diese Folge. Ja, wie schon gesagt, ging. War aber jetzt auch nichts Besonderes. Also, es war die wieder hier, die mit dem Glitzerfummel jetzt mal ihn anders und wie schon gesagt, acten kann sie. Aber... schon gesagt, war okay. Auch wieder ultra langweilig war das Ding hier. Wupp, wo bist du? Bleib doch mal da stehen, genau. Das war ja wieder mit unserem Lieblingscomedian. Der ist ja so unglaublich lustig. Sagt er von sich selber. Und der wird ja nicht lügen. Ja, hat nicht funktioniert. Die Alte war auch nicht spannend. Überhaupt nicht. Fand ich jetzt nicht. Also das war auch eher... Ja,
Das war überraschenderweise, die Dating-App war überraschenderweise gar nicht scheiße. War auch, glaube ich, mit Abstand die längste Folge, vielleicht mit Kapitel 1 die längste. Und dafür gar nicht verkehrt. Also uns kreativ. Ich bin immer noch der Meinung, die da an der Säule, dass das Mrs. Richard ist. Müsste sie eigentlich vergleichen mit der aus 1. Aber die hat den gleichen Akzent gehabt und so. Also. Ja, und da war Guy on the Table, genau. Ja, hört, also das Ding hier will ich. Und das Ding, lustige Idee, also auch verrückte Idee, also finde ich grundsätzlich schon mal ganz okay. Wie man sieht, auch im Internet hat sich da keiner mit beschäftigt, also da waren sie schon alle genervt und waren raus. Deswegen haben wir das ja jetzt schon durchgezockt, weil wir ja auch nicht alle auf dem Zaun haben. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, war gut gemacht. Nicht nur, dass die hier jetzt gar nicht, ne? Ist ja ansehnlich die gute. Okay. Also ich würde definitiv sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, der Super Seducer 2 ist definitiv much better als der erste. Und wenn der dritte nochmal übertriebener wird, dann sage ich ganz ehrlich, dann ist das Comedy. Dass das sogar noch ein bisschen durch seine Weisheiten und so sogar, naja, ein Lehrfilm ist es nicht. Und auch, man sollte auch eine Menge von den Praktiken, die hier praktiziert oder die gezeigt werden, nicht anwenden. Aber Richard hat ordentlich aufs Maul gekriegt, das war okay, das hat ihn sehr gefreut. Wie gesagt, Charlotte, die sie ihm an die Seite gestellt haben, die kann gerne bei Teil 3 wieder dabei sein. Die wirkt völlig normal und völlig in Ordnung. Also tut diesem Game auch mal ganz gut. Und ja. Genau, Charlotte muss dabei sein. Die war cool, die war echt cool. Also, aber ja, tu mal einen Spaß, guckt mal. Also, ja, guckt euch mal, hat ja tatsächlich eine Instagram-Seite, was sie auch wirklich, ist auch die echte, die sie erzählt hier. Guckt ihr mal an. Also, ja, kann sich als Model sehen lassen, kann ich euch sagen. Also, definitiv. Wirkt auch wirklich, ist auch wirklich groß, wie man, glaube ich, auch da schon im Video sieht. Ist kein Zwerg. Also, hat die entsprechenden Modelmaße, die man auch haben muss. Aber. Wie schon, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja, wie gesagt, wir werden ja noch ein bisschen All Night Long machen, dass wir noch ein bisschen Unsinn machen. Dann könnt ihr sehen, was es für Alternativen gibt. Ich habe schon gesehen, es gibt irgendwo ein, er hat das selber das Red Dead Redemption Ende genannt. Wie auch immer man da hinkommt. Wahrscheinlich ganz böse, wenn man alles auf Perfect hat. Das ist dann bei der chinesischen Folge ist das ein Erlebnis, aber das muss man halt, muss ich mir halt irgendwie Zeichen kopieren. Da kann ich mir ja nicht die Sätze kopieren. Aber sonst ist okay. Also, falls ihr noch was Sinnvolles beitragen könnt, jetzt ab, gerade live im Chat, hier auf YouTube hausen. Nochmal vielen Dank für die Leute, die es bis jetzt hier durchgehalten haben. Vielleicht für die Leute, die es gerade live sehen, sollte tatsächlich wieder irgendein Content-Filter zuschlagen. Müssen wir wahrscheinlich irgendwas neu machen. Das werden wir ja nochmal machen müssen. Die Leute wissen das ja auch. Und dann seht ihr das auf YouTube auch. Das ist auf Twitch, da sind wir durch. Auf YouTube ist noch nicht eine einzige Folge hochgeladen, was nicht stimmt. Hochgeladen schon, aber wir müssen ein Kapitel, glaube ich, nahezu komplett neu machen. Das nur so am Rande. Aber das geht bis jetzt alles. Ja, dann würde ich sagen, wir haben's. Vielen Dank, Richard, für dieses Game. Vielen Dank für die Leute, die das hier geguckt haben und die das auch nicht ganz so ernst nehmen, was auch vernünftig ist. Weil es geht auch um Unterhaltung. Das ist hier kein, was weiß ich, harter, was weiß ich, Ethiklehrgang oder sonstiges, wie irgendwelche manche Leute sich das vorstellen. Sondern es geht auch mal einfach darum, Spaß zu haben. Und mal Spaß zu haben, muss auch mal vielleicht auch an den Ecken sein, wo man sagen kann, okay, ich meine, dass hoffentlich niemand, und ich meine wirklich niemand, und ich guck dich dabei an, Kevin, wenn du, dass niemand da in Anführungszeichen seinen Pullermann irgendwie rausholt, um irgendwie was zu erreichen, das hoffe ich. Ich hoffe es, weil es gibt garantiert solche Bieren, die das tun, aber macht's nicht. No dick on the table. Sprecht's mir nach. No dick on the table. Wären wir jetzt bei den Simpsons, würde ich sagen, Bart 100 Mal an die Tafel. Ja.
Aber sonst ist okay, wir haben's durch. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Haut mal rein in die Tasten, was ihr denkt. Schreibt mal, welche Grazie ihr mal gern auch kennenlernen würdet. Sagt eine Menge über euch aus. Und ja, ansonsten sehen wir uns bei Teil 3 wieder oder bei anderen Let's Plays, bei anderen Videos und was der doofe Venom halt so macht. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Jetzt haben wir ja tatsächlich auch im Vorfeld schon Leute gesagt, warum macht ihr das? Man muss es auch mal einfach machen, weil man es machen will. Ich habe Teil 1, wie schon gesagt, bei den großen Let's Playern dieser Welt gesehen und die haben alle irgendwo bei Kapitel 3 aufgehört. Deswegen wurden die ja auch wieder teilweise bei Kapitel hier im zweiten Game auch ein bisschen durch die Scheiße gezogen. Mal gucken, ob er das im dritten genauso macht. Ja, aber wenn du dich sowas andrückst, es gibt Leute, die zocken ganz andere Games, wo du ganz andere Gedanken hast. Und dass das in diesem Setting vielleicht eher mit einem zwinkenden Auge gemeint ist, ich glaube, das kann man, glaube ich, besonders im zweiten Teil merken. Im ersten Teil, wie gesagt, also ich sage die Folge, wo man seine beste Kumpelinien so zulabert, um sie dann in die Koje zu kriegen, das muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt mir auch noch ein bisschen Kotze hoch, aber hier war das schon humaner. Ich bin euer Mr. Venom 1970 zum 100. Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren, kommentieren, bewerten, folgt mir auf Twitch, folgt mir auf... Nee, folgt mir nicht komplett, weil das ist Stalking, das ist doof, aber wir gucken mal. Und vielleicht machen wir tatsächlich noch mehr Full-Motion-Videos. Da gibt es so ganz andere Highlights. Seid mal gespannt. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Die Musik wird mir fehlen.